Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Noch eine Folge Far Cry New Dawn und wir nähern uns ganz sicherlich den Abschluss, denn ja, was soll man sagen? Also wir haben jetzt die Zwillinge getötet, alles voll hier und müssen jetzt noch Ethan, den Verräter, aufhalten, damit er den Vater nicht killt. So, laufen wir jetzt mal hin. Fruchtnaschen. Wahrscheinlich gibt es einen fetten Kampf mit ihm noch. Weil er auch von der Frucht nascht. Ethan, was hast du getan? Ich tat, was ich tun musste. Ich habe mich befreit. Ich habe uns alle befreit von dir. Von deinen Regeln. Ethan, nicht. Ich nehme mir, was du mir verweigert hast. Du gabst sie einem Fremden, aber mir wolltest du sie nicht geben. Ich bin dein Fleisch und Blut. Es war Gottes Wille. Du kennst Gottes Willen nicht. Ich wollte dich beschützen, mein Sohn. Sie schmeckt so süß. Oh, was passiert denn hier? Dann hat Ethan nicht gerechnet. Seine Seele ist nicht rein. Halte ihn auf, bitte. Okay, wie halten wir ihn auf? Schießen wir einfach tot? Ja, doch mal was. Oh, mal was anderes bei Far Cry. Ach du Scheiße, das geht doch abwärts von ihm. Oh oh. Nein, er wird ein Monster oder was? Guck mal, das ist so, dann nutze ich diesen Gleitschirm. Das ist sehr blöd.
Boah, wie trifft er mich auch noch bei der Strecke? Wir kriegen leider eine Schwachstelle nicht immer angeschossen. Mist. Ich hab aber gerade die ganze Zeit. Mann. Dauert ein bisschen hier, der gute Mann. Oh, wieso trifft er mich denn? Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie mich jedes Mal trifft denn da? So.
Okay. Alter Schwede. Lang reicht ja auch der Typ, ne? So, Ethans Seele abgeschossen. Nee, abgeschlossen, Entschuldigung. Eieieiei. Ja, wieder so ein nerviger Kampf, oder? Ethan? Nein. Vater. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich habe solche Angst. Ich weiß so. Kannst du mir vergeben? Nein, das kann ich nicht. Sag nein. Sein einziger Fehler war, dass er mein Sohn war. Naja, und dass er ein Spacken war. Zwei Fehler hat er also, ne? Spacken und dein Sohn. Vor Jahren, okay. Gucken, wie Ethan da war. Warum krieg ich keine? Du kennst die Antwort. Aber
Aber ich will stark sein wie du, Vater. Diese Gabe ist sehr gefährlich. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Ethan. Und was, wenn ich größer bin? Auch dann nicht. Aber warum? Ich will eine. Weil es nicht Gottes Plan ist. Verstehst du mich, Sohn? Du bist ein alter Mann. Wenn du stirbst, dann nehme ich sie mir. Okay. War schon damals ein bisschen spackig. Also, war schon als Kind ein Spacko, ein Arschlochkind. Ja. Ich dachte, ich verstünde Gottes Plan. Dieser fette Ast weht im Wind. Dass ich ein neues Eden errichte. Aber ich bin nicht sein Hirte. Du bist es. Meine Seele ist ein Krebsgeschwür. Ich bin ein Monster. Und ich verbreite nichts als Schmerz und Tod im Namen Gottes. Meine Familie ist Asche. Eden ist Staub. Es gibt keine Erlösung. Keine Entzündung. Es gibt nur die Gerechtigkeit durch Gottes Hand. Beende diesen Kreislauf. Vollstrecke Gottes Urteil. Erlöse mich. Töten wir ihn oder lassen wir ihn leben? Erlöse mich. Wir lösen ihn. Bei Far Cry 5 konnte man ja abwarten und dann war sozusagen das Spiel zu Ende, wenn man ganz am Anfang einfach rausgegangen ist aus der Kirche. Hier hätte man vielleicht auch warten können. Wer weiß, was dann passiert wäre. Werden wir nicht rausfinden, es sei denn, ich guck mir den Speicherstand nochmal an. Aber jetzt ist es erstmal da. Begib dich zu Rushgrab. Rushgrab. Eieiei, das ist doch wieder am Arsch der Welt. Das ist doch bescheuert. Also jetzt muss man hier den ganzen Weg da zurücklaufen. Zu Rushgrab. Machen wir mal. Aber trotzdem ist es total behindert. Hat der keinen Helikopter hier? Zack. Ich nicht. Wir können eine Schnellreise dahin machen, ne? Zack. So. Zack. So, bin mal gespannt. Hier läuft alles wieder ganz normal. Sein Gang. Das Gras. Hi, Rush. Stolz auf uns. Sieh nur, was wir aufgebaut haben. Wie weit wir gekommen sind. Es wird immer wieder Probleme geben, aber wir kommen klar, oder? Ich habe so oft gedacht, dass
dass wir scheitern würden. Da sitzt einfach mein Hase. Dass alles umsonst gewesen wäre. Aber wir haben nicht aufgegeben. Weil wir Hoffnung hatten. Weil ihr mich hattet. Auf die Hoffnung. Hoffnung in Hope County. So sieht's aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat mich sehr unterhalten, das Spiel. Also ich finde, das hat sich schon gelohnt, das sich anzuschaffen. Wie gesagt, ich werde das Spiel jetzt, glaube ich, mal sehen, ob ich es 100% mache. Ich glaube nicht. Ich werde vielleicht mal ein, zwei Videos dazu machen, und zwar für bestimmte Sachen, angeln oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber 100%. Mal sehen. Ich glaube, das ist zu langweilig. Überspringen mal diese Schrift. Vielleicht passiert dann nachher noch was. Schauen wir mal an. Die Welt gehört dir. Darf ich machen, was ich will? Oder? Wahrscheinlich. Oh, liegt er nochmal. Sieht so idyllisch aus, ne? Hier, guck mal da, mit den kleinen Häschen da. Hinten so ein paar Viecher. Die Natur holt sich einfach so die Welt zurück. Ja, ziemlich geil. Ja. Könnt ihr mal hören, ob ihr irgendwas Besonderes noch sehen wolltet hier oder so. Dann würde ich das nochmal machen. Aber für heute sagen wir mal vielen Dank an alle und bis dahin. Tschüss.